Что касается Австрии, ну, для примера. Was Österreich betrifft als Beispiel. Sowjetische Truppen waren ja in Österreich, aber sie sind dort freiwillig wieder abgezogen. Und die Sowjetunion und Russland als Nachfolger der Sowjetunion tritt als Garant der Verfassung der Österreichischen Republik auf und auch als Garant des neutralen Status der Österreichischen Republik. Und insgesamt wissen das auch viele einfache Bürger von Österreich und sind Russland dankbar für eine solche Position. Das ist das Erste. Zweitens, was andere europäische Länder angeht. Die Situation ist natürlich schwierig. Zum Beispiel habe ich ja eben über Österreich gesprochen und dessen Beziehung zur Sowjetunion. Aber nehmen wir das größte Land Europas, ein Wirtschaftsgigant. Das ist die Bundesrepublik Deutschland. Und die Sowjetunion hat das Ende der Besatzung juristisch formalisiert. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg war ja Deutschland bekanntlich in vier Sektoren unterteilt. Den amerikanischen, englischen, französischen und sowjetischen. Also die Sowjetunion hat das Ende dieses Besatzungsstatus formalisiert, aber die Vereinigten Staaten nicht. Und streng genommen, formell juristisch befinden sich auf dem Territorium der Bundesrepublik amerikanische Besatzungstruppen. Und faktisch ist es auch so. Sie sind dort sehr zahlreich vorhanden. На территории Федеративной Республики находятся американские оккупационные войска, а по факту так и есть, их там очень много. Und die deutschen Politiker selbst sprechen darüber, dass seit dem Zweiten Weltkrieg Deutschland niemals in vollem Sinne dieses Wortes ein souveräner Staat war. Das sage nicht ich, das sagen Prominente und ich möchte das betonen, nicht russlandorientierte, sondern in erster Linie deutschlandorientierte Politiker. Sie sprechen ganz offen darüber, das sind ihre direkten Worte. Von daher, alles was passiert, hat sehr tiefe Wurzeln und gewisse Grundlagen. Und natürlich wird die Zeit kommen, daran habe ich keinerlei Zweifel. So oder so wird Europa seine Souveränität zurückbekommen, aber scheinbar braucht es dafür noch etwas Zeit. Суверенитет будет возвращен Европе. Ну, судя по всему, для этого нужно еще какое-то время. Wir haben nicht die Verfassung Deutschlands oder Westdeutschlands zu machen. Wir haben keinen Staat zu errichten. Ich kenne Leute, die davon reden, dass das Deutsche Reich rechtlich nicht untergegangen ist. Und dazu gehört unser Bundesverfassungsgericht. Und das sagt letztlich, was die Rechtslage ist. Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist das Deutsche Reich nicht untergegangen. Wir haben gar keine Bundesregierung. Wir haben, Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorganisation in Deutschland. Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Ich meine, ich muss Ihnen mal ganz ernsthaft sagen, dass das Besatzungsstatut immer noch gilt. Wir haben nicht das Jahr 1945, wir haben das Jahr 2013. Der CDU-CSU-Fraktion gaben eine eigene Erklärung ab, in der sie feststellten, dass es kein völkerrechtlich wirksames Dokument zur Abtrennung von 108.000 Quadratkilometern von Deutschland gebe. Bis zur Stunde bestehe Deutschland rechtlich im Gebietsstand von 1937 nach Staats- und Völkerrecht. Sind wir eigentlich noch ein souveräner Staat? Deutschland war nie ein souveräner Staat, aber das ist auch kein Witz. Wenn Sie sich Vorlesungen anschauen zu diesem Thema an Universitäten oder Dozenten zuhören, es ist ja belegt, dass die Truppenstatuten und die Einschränkungen der Souveränität noch aus einer Zeit vor der deutschen Vereinigung und viel weiter davor resultieren. Das hat man nach wie vor. Deutschland sei zwar kein besetztes Land mehr, aber das Besatzungsrecht gilt nach wie vor. Das äußert sich zum Beispiel darin, dass Deutschland noch immer Besatzungskosten für die Stationierung ausländischer Truppen zahlt. Mehr noch, erst im Jahr 2009 hat Deutschland die Reparationszahlungen vom Ersten Weltkrieg abbezahlt. Das ist schon kurios. Keine Revolution richtet sich nach der Verfassung. Wir sind im Vorabend der Möglichkeit einer Revolution in Europa.